Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch im Marsch Krimi. Achso, ich wollte euch das zeigen, ne? Es war die falsche Taste. Was macht er jetzt nicht? Knapp 375.000 Liter Gras sind jetzt hier wieder im Fermenter, plus das, was ich jetzt hier schon an Silage habe. Ne? Das ist hier von der Wiese und Wiese 18. Ja, die haben ja auch noch gemäht, ne? Aber das war ja gar nichts, ne? Das war ein bisschen mehr als ein Wagen da hinten, also. Das hat sich ja gar nicht gelungen. Und dann ist wieder kalten. Oder ich flüchte das um. Klar, wie flüchte ich Scheiße um, ey. Sagen wir, wie es ist. Wir wollen hier eben ein bisschen Silage reinpfeffern. Ihr seht, 800, der ist von Wagen. Komisch steht hier hinten dumm rum. Ja, wie. Es ist, wie es ist, ne? Es ist, wie es ist. Ja, ihr seht, Kohle ist weniger geworden. Wir haben auch ein bisschen mehr Kreide jetzt wieder an der Backe. Aber das werdet ihr gleich sehen, warum. Wir sind wieder bei 9.350.000, ne? Da komme ich irgendwie nicht weg, ne? Hier läuft. Da müsste eigentlich nur noch Futter rein, aber das können wir später machen. Da hatte ich doch gerade jetzt was reingefahren. Okay. Kühe haben noch ordentlich Futter. Das läuft auch. Da müssen wir mal wieder Wasser fahren, ne? Ihr habt auf jeden Fall noch genug. Hier habe ich gerade erst voll gemacht. Ne? Die können bis morgen jetzt laufen. Missionstechnisch seht ihr volle Pulle. Ne? Jetzt ist natürlich wieder das Problem. Ich habe in der Mittagszeit den Computer oder das Spiel beendet. Was ist das Ende vom Lied? Er fährt jetzt erst hier alles rein. Ja, von der 46. Die 46 ist fertig gehäckselt. Hat das natürlich die ganze Zeit mit in der 43 gefahren. Ihr seht, da sind schon 92%. Fehlen normal noch zwei Wagen. Ich hoffe, dass es dann in die 46 fährt und nicht hier in die. Da hat er auch schon was reingefahren, ne? Ja, das ist der Nachteil, wenn du dann nicht aufpasst und die Mission ganz direkt bupp annimmst. Aber manchmal ist das halt so, ne? Das war das. Silage haben wir gerade hier wieder reingefahren. Wir können nochmal elektrische Ladung verkaufen. Oder machen wir auch. Wir haben so viel von dem Zeug im Moment. Ey, das ist nicht normal, ne? Hier läuft noch. Oh, da müssen wir später Mist umfahren, ne? Das ist ja kein Problem. Nun, ihr seht, 21, wieder 7000 Liter Flüssigdünger. Das läuft. Fermenter sind 375.000 Liter drin. Das ist gut. Und ich hatte auch ein bisschen was in Komposter gefahren. Nicht viel, aber ein Wagen habe ich da, glaube ich, reingefahren, ne? Ja, ein Wagen habe ich da nur reingefahren, mehr nicht. Das kann jetzt erstmal wieder vor sich hin kompostieren. Der Rest ist, wie es ist, ne? Ja. Dann habe ich meine Flächen, habe ich auch schon alle gedüngt, ne? Bis auf die neue, ne? Achso, da wollte ich hinterher. Ich habe vergessen zu kalken, ne? Schikram, da müssen. Aber das geht noch. Einmal geht das noch, ne? Bodeninformationen sehen auch schon wieder so komisch aus. In die 21, die müssten wir. Ich habe vergessen, die 21 zu düngen, ne? Ja, da müssen wir da später noch hinfahren. Sonst habe ich alles gedüngt, bis auf die 21, ne? Da muss noch Stickstoff drauf. Aber es ist erst Mai. Nee, ist schon richtig. Der geht auch erst morgen. Nee, ist schon richtig. Hier war zu viel Stickstoff drauf. Das ist ja das Problem. Das war ja noch von der Route Beete die Ecke, ne? Da war ja nichts an Stickstoff weg, deswegen. Ja, läuft. Hier müssen wir auch nächstes Mal pflügen, ne? Wir kommen ums Pflügen nicht drum zu, ne? Weil hier sind die Bodeninformationen oder Bodenpunkte wieder besser geworden, ne? Machen wir eben zurück hier. Zeig ich das doch mal an hier. Das macht er jetzt wieder nicht, weil ich da drauf war, wa? Ne, zeigt er jetzt gar nicht an, oder was? 57, ne? Ist besser geworden. 57, und was ist hier? Oh, 57, okay, das ist alles schon mal wieder besser geworden. Das war ja bei 47 und alles, das ging ja gar nicht. Hier ist auch. Die sind alle besser geworden, das läuft, das haben wir im Griff, ne? Ja, finanztechnisch, habt das gesehen, ne? Läuft gerade nicht so alles nach Plan. Aber wir ackern uns durch. Er macht hier schon wieder so eine Mätzchen oder was. Ihr seht's, ne? Drei Abfahrer, eigentlich genug, aber irgendwie machen die hier manchmal Metzges. Jetzt fahr da mit und dann Gas. Hey, also.
Die sind jetzt auf der 43 hier am Häcksel, ne? Also manchmal ist das ja auch immer schön. Das Loshäckseln, das ist auch eine Qual, ne? Aber wenn es dann erstmal läuft, dann läuft's. 39. Ihr seht hier auf unserer Fläche, ne? Hab ich ja gesagt, das habe ich alle soweit fertig, bis auf Kalk, ne? Aber Kalk war ja noch nicht so wichtig. Den liegt hier Mais. Sonst Geflügel, Steine gesammelt, alles fertig. Abgefroren, ne? Das Gras habt ihr ja gesehen. Und dann läuft, ne? Also da machen wir Doppelcropping. Er ist fleißig in der Düngung, ne? Macht Feld 54. Der ist auch gleich fertig, ein Segen. Dann kann der zur nächsten Ecke. Dann habe ich Geld ausgegeben, ne? Ich war so leid. Ich war es wirklich diesmal richtig leid. Weil das alles so lange gedauert hat und dies und das und jenes und... Oh, ich wollte ja auch noch einen schönen Puma haben, ne? Hab mir die Kubota-Spritze gekauft, ne? Mit 40 Milliliter Gestänge. Pflanzensensoring, also... Ne? Und die hat die große Kapazität gekriegt. Und den Fronttank dazu mit großer Kapazität. Und haben mir den Puma gekauft von den Dukes, ne? CVX 230, ja, war eine teure Anschaffung. Hier aber auch mit ICA Dingsbums. Er darf den ausnahmsweise fahren, ne? Weil er die Sunglasses aufhat, ne? Ansonsten, ja. Das war die Neuanschaffung. War halt nötig, ne? Mit der anderen Spritze, das war ja mit 24 Meter, das war ja ein Graus und hier und da und... Ach und so. Was soll ich euch sagen? Es geht einfach schneller. Also in der Zeit, wo ich jetzt hier schon die ganzen Stücke abgerissen habe, hätte ich das vorher nicht geschafft. Da muss man sich nichts vormachen. Du kannst als erstes Feld 2 machen. Ja, machen wir als erstes Feld 2. Kein cooles. CP-Kurs-Generator schließen. Wir gehen hier hin. Feed-Position. CP-Kurs generieren. Das ist einfach... Ja... War eine Menge Geld. Waren fast 300.000, aber... das macht sich bezahlt, ne? Weil wegen Arbeitsbreite... spritzt nur noch... Ja, das klingt so falsch, aber er spritzt halt nur noch punktual, ne, wo es Unkraut ist, nicht mehr die ganze Zeit durch. Spart natürlich auch Herbizid, ne, müssen wir uns nichts vormachen. Und, ja, wir haben halt einen neuen Schlepper. Wir brauchen sie ja doch später alle und ja, und die, auch diese Anschaffung, ne, auf langfristig gesehen ist es einfach... Das ist, wie es ist, ne? Man braucht das Zeug, ne? Du bist hier fertig, ne? Feld 54, oder? Ja, alles klar. Halt mal an, Kollege. Dann fährst du erstmal zum Hochsilo. Einiges Blechle, Hochsilo. Ne, du kannst Hof Svenny fahren. Da ist, glaube ich, noch ein Dünger in der Düngerproduktion. Vor da ist man hin. Ja, geht halt Schlag auf Schlag jetzt, ne? Er kommt eigentlich kaum mit Düngen nach. Aber jetzt kommen ja auch die kleineren Flächen. Ne? 39 und 72 sind die einzig größeren noch. Ja, ich hoffe, dass der hier da 97%. Da müssen wir jetzt so ein bisschen drauf achten, ne? Ich hoffe, er fährt dann nicht wieder in irgendeine andere Mission. Habe ich schon abgeschlossen? Ja, ne? Ich hatte abgeschlossen, oder? Ich krieg's schon nicht. Ich sollte heute nicht mehr spielen. Ich habe mich so rumgeärgert mit dieser Häckselkacke da. Echt, und dann vorne hier hin, da hin. Normal läuft das immer ganz gut, ne? Aber guck mal, da lässt natürlich auch die Kohle wieder liegen, ne? Was willst du machen? So, aber wir haben die Kohle praktisch, ja, noch nicht ganz wieder eingefahren. Aber dat, wenn die Pflanzenschutzmissionen vorbei sind, dann ist das Ding auf jeden Fall 10-mal bezahlt. Und den Schlepper hätten wir auf Dauer eh gebraucht. Da muss man sich nichts vormachen. Den habe ich noch gar nicht wieder weggefahren. Der muss auch repariert werden. So, das Ende vom Lied ist... Er hängt da hinten noch nicht fest. Hängt er da fest? Ne, fährt noch. Wir haben die Hyundai-Spritze über, ne? Ich könnte die verklappern, aber ich weiß noch nicht, ob ich die für Flüssigdinger noch behalten soll. Eigentlich steht sie nur doof rum. Kostet nur Geld.
Ich glaube, die werden wir gleich mal eben verkaufen, aber die war eh schon im Gebrauchtwaren-Shop, ne? So, den machen wir voll den Hobel. Helge, Ladewagen durchpolieren. Komm, wir verkaufen die. Das bringt nichts, da alles zu behalten, immer. Da machst du dich nur unglücklich mit. Weg mit dem Hobel. Ja, und tschüss. Ihr seht's, ne? Ich habe die große Kapazität genommen, ne? Mit 15.000 Liter. Das ist der Vorteil bei der Kubota. Klar hat's echt eine Menge Geld gekostet, aber shit, drop. Wir sparen uns diese ganzen Fahrten und dies und das und jenes und deswegen habe ich das gemacht. Nee, das ist ja noch mein Traum, so ein Quadzilla, aber nicht mit den Bandlaufwerken. Das mache ich nicht leiden. Also da bin ich ganz ehrlich, das ist dieser Ami-Style oder Pflegestyle, ne? Sonst hätte ich den ja schon gekauft, aber so nicht. Da warten wir lieber auf den richtigen hier. Ja, guck mal, den holen wir uns auf jeden Fall noch. Ich habe die Serien immer noch nicht mit reingenommen. Ich habe einen Serien-Mod auf FBM runtergeladen gehabt, ne? Weil die echt gut aussahen. Ist das Ende von Lied? Ich habe es immer noch nicht runtergeladen, ne? Also im Mod-Ordner gepackt. Runtergeladen habe ich es natürlich, ich Idiot, aber nicht im Mod-Ordner, ne? So, das war das. Ja, das war's jetzt so ziemlich, ne? Ja. Wer denn den Knopf ausgemacht? Das muss jetzt halt laufen hier, ne? Das wäre auch schön, wenn die heute noch fertig wären, aber. Oh, bei uns ist nur an Schiffen, ne? Dann denkst du mal, es wird weniger im Keller. Und dann ist das nur an Schiffen, ne? Es hat gerade mal aufgehört, aber du kannst schon wieder öfter in den Keller rennen, weil der Keller schon wieder am Schwimmen ist, ne? Draußen bist du an der Horn am Rennen. Kennt ihr diese Tage, wo man echt nur noch genervt ist? Weil einfach nur noch Bullshit ist? Kennt ihr das? Ich weiß nicht, was die da veranstalten, aber die werden es wohl irgendwie hinkriegen, ne? Bild habe ich gemacht, ne? So, anstatt dass er vorwärts fährt, ne, dahinter, ne, jetzt fährt er rückwärts. Guckt euch das Schauspiel an. Helgerlein, ne, stolz wie Oskar. Helgerlein! Helgerlein! Kommst du jetzt groß vor? Was ist das heute noch fertig? Was sagst du? Feierabend? Viertel nach drei? Nee, Helgerlein. Der muss heute noch fertig, der schaffst du auch auf deinen hohen Rostor. Omara, Vorsicht. So, die fangen aber jetzt die Bahn an. Das ist auch schon mal viel wert, ne? Dann können die ordentlich Gas geben, du, dann lüpft das. Ey, ich denke, wir werden die anderen Häckselmissionen auch noch abreißen. Ich brauche die Kohle im Moment, ne? Das ist nichts Lukratives im Moment da, aber wir brauchen die Kohle, ey. Das ist, sagen wir, wie es ist. Irgendwo höre ich das schon wieder ein. Was du am Taler hast, hast du am Taler. Das ist, wie es ist. Ich zahle aber erstmal wieder ein bisschen was in meine Spardose zurück. Ich muss das zurückzahlen. Das, was ich da rausgenommen habe, muss ich zurückzahlen, ne? So, jetzt sind wir wieder im Rhein. Ja. Jetzt sind wir komplett im Rhein. Und haben noch ein bisschen, ja, ein bisschen weniger Geld, aber passt schon. Das ist so okay. Würde ich mal sagen, ne? Und ist besser als gar nichts, ey. Wir haben genug Fläche. Also wir haben schon ein bisschen was an Fläche, ne? Wenn ich mir das hier so angucke. Da kommt die Mehlfabrik hin. Das Gelände wollte ich noch kaufen, ne? Das kostet. Ja, das werden wir wahrscheinlich diesen Ingame-Tag noch kaufen. Weil so weit sind wir gar nicht mehr von der Mehlfabrik entfernt, ne? 400.000 waren es, glaube ich, eben noch. Ich finde, wir haben schon ein bisschen Land, oder? Dafür, dass wir hier mit nichts außer 1,5 Millionen gestartet sind. Haben wir schon einen schicken Hof, dies, das, jenes. Wir könnten hier hinten Halle hinbauen, aber nee. Nee, der Hofbau ist erstmal so weit durch. Weil da hinten weiß ich immer noch nicht, was ich hinbaue. Er gibt immer Gas. Er ist fleißig ein Gasgebender. Die machen ihren Job. Die sollen Gas geben. Ja, Milch ist... Was macht er denn da?
Da war doch irgendwas am Hof da. Wie viel Hunderter ist an Hof angekommen, ne? Y? Hängen ist. Ach ja, so ist das. Irgendwas ist immer. So, wo musst du denn jetzt hin? Also, dass wir keine Arbeit für dich haben, ist ja wohl. Fährst du erstmal Feld nur 13. Dann ist das nämlich auch erledigt. Feld 39. Du kannst raus. Kein Kuh ist. Geht auch nochmal Geld, ne? Kuh ist laden. Alles klar, Rakete. Wir machen dich wieder zu. Und dann, ja, Helga hat immer noch nicht Rasen gemäht, ne? Die alte Donnerschlag. Wieder mal Zeit hätte, der mal macht, ne? Wo ist denn mein Cursor schon wieder? So nehmen wir den so lange, ne? So, Rakete abflug. Achso, ja, Wolle hatte ich noch verkauft, ne? Ich hatte noch wieder einen ganzen Wagen Wolle verkauft, ne? Das hat auch nochmal richtig gescheppert wieder in der Kasse. Dann waren auch wieder 70.000. Das ist nicht verkaufte Fahrzeuge, ne? Hier, verkaufte Wolle. 76.000 Glocken, ne? Also, das war richtig cool. Ansonsten Einnahmen Ernte 127.300. 347 haben wir jetzt Lohndienstleistungsumsatz, okay. Ströme, wie gesagt, habe ich jetzt nochmal auf Verkaufen gestellt, weil ja, die BGA, die macht echt wieder gut Wumms, ne? Da kommt ja auch wieder ordentlich Silage rein, ne? Deswegen, ich verkaufe die Ströme nochmal jetzt und dann lasse ich die erstmal wieder voll tickern. Weil so viel Silage haben wir im Moment nicht, aber Gülle kommt rein, ne? Zuckerrübenschnitzel müssen wir noch umfahren. Das können wir eben machen, ne? Hier läuft. Lass uns mal gucken. Oh, da muss ich wieder schnitzeln. Oh, wieder Schnitzelinski machen, ne? Da müssen wir gleich mal einen Komik, ne? Hier ranholen, Schnitzelinski machen. Also ein Rübenschnitzler, weiß ich nicht, ob wir den unbedingt brauchen, du. Nehmen eben Abkürzung, ne? Nichts passiert. Dann läuft. Wie viel ist denn noch drin? Für heute reichen die Zuckerrübenschnitzel noch. Das reicht noch. Nee, ich brauche Zuckerrübenschnitzel, Kollege. Sag gut, ist nicht mehr viel da. Ich lasse den stellenweise dahin fahren, dahin fahren, wenn ich da brauche. Da geht ja nicht immer so viel drauf, wenn man dann sagt, gut, das ist ja mit Precision Farming in Ordnung. Wobei die Kapazität, die wir an der Drille haben, da ist das auch ganz gut. Ja, und Dünger hole ich hier am Hof immer, ne? Das ist ja auch Pflanzenschutz, holt da eh hin und her, obwohl jetzt bräuchte ich ihn auch kaum noch hin und her schicken, ne? Kann ich jetzt da hinfahren? Macht er mal eben fertig mit 20.000 Liter Pflanzenschutz, da kriegt ihr schon ein bisschen was hin, ne? Also das war schon eine gute Entscheidung. Müssen wir uns nichts vormachen. Ich habe auch erst die ganze Zeit hin und her überlegt, aber dann habe ich mir gedacht, bei den ganzen Pflanzenschutzmissionen, wenn da immer eine Düngermission hinterherkommt, haben wir da Geld raus. Shit. Wird schon wieder 19 Minuten und wir haben nichts gemacht, auf Deutsch gesagt. Das ist auf dem Marsch manchmal nicht normal, ne? Also, nichts gemacht, fertig gemacht und schon wieder 20 Minuten um. Oh, die letzten beiden Folgen, die waren auch, glaube ich, ein bisschen lang, ne? Ja. Ist der Mottag eigentlich im Moment, der Mottab im Moment kaputt oder was? Oder macht Giants Urlaub? Da kommt ja gar nichts mehr nach. Ich warte auf die Ellerbach, aber kommt irgendwie nicht, ne? Wisst ihr da was? Holzer Map sollte ja zu Weihnachten kommen, habe ich mal gehört. Ist ja auch nichts von gekommen, ne? Alle meine Projekte, die ich noch in Zukunft geplant habe, sind irgendwie nicht da. Es ist ein Graus. Aber die Marsch, ja, Frühling habe ich gestern mal ein bisschen gemacht, ne? Bei mir ist heute der 15.02., es ist Donnerstag. Gestern Morgen habe ich ein bisschen Frühling gemacht. Weil ich da mal Lust zu hatte.
Ansonsten, ja, bleibt's halt bei deinem Arsch, ne? So, das haben wir. Dann können wir hier mal ein bisschen Mist reinladen, ne? Können wir die nämlich auch mal nachher wieder rüberfahren. Dann ist ja auch kein Problem, ne? Dann gucken wir erst wieder ein Ründchen durch, ne? So mache ich das immer. Weil ich selber hab jetzt. Für mich ist im Moment keine Arbeit da. Dann sagen wir, wie es ist. Wieder Zeit für ein Güllefass, ne? Ich bin echt am Überlegen, ob wir nochmal jetzt erst ein Güllefass kaufen, ne? So langsam Gärreste wären so langsam echt viel. Klar sind auch nochmal 200.000 mit Schleppschlauch und so. Aber ich glaube, das werden wir uns gönnen, bevor wir die Produktion kaufen. Wir sparen da ja auch ein Düngemittel mit, ne? Ach. Das ist halt die Geschichte. Und dann haben wir echt alles am Hof, bis auf Kohle hinter, ne? Ja, und Futtermischwagen brauchen wir noch, ne? Das können wir, das sollten wir noch kaufen. Ja, das machen wir auch noch. Das sind noch die beiden Sachen, die noch fehlen. Güllefass und Futtermischwagen, ne? Aber zum Futtermischwagen kriegen wir hier den dazu. Hier ist der drin, ne? Da kriegen wir den dazu. Als 12,55. Beide. Großer Luftfilter. Ja. Machen wir Radio auch rein, ne? Aber da müssen breite Reifen drauf. Sonst sieht das nicht aus. Hier so ein Frontlader braucht, aber mehr braucht er gar nicht. Ne? Was kostet der? 61.000. Okay. Komm, dann kaufen wir eben nochmal den Futtermischwagen dazu. Ja, dann kann das nämlich zum Hof. Ach, mehr Gülle ist aber nicht drin. Okay. Ja, dann müssen wir halt nochmal eben Kreide aufnehmen, aber das ist jetzt egal. Wir brauchen den Mischwagen noch. Zack, und wieder da, wo ich gewesen bin, ne? Es ist ein Kraus, weil die einfach die Sachen noch fehlen. Wir kaufen den hier. Mit Förderband, ne? Nee. Ohne. Den kaufen wir auch noch. Okay, dann haben wir das nämlich auch. Oh, die fahren mal. Er ist gleich durch. Guck mal, der macht das ganz alleine hier, ne? Tippitoppi. Er steht da. Ja, Schlepper. Auf jeden Fall jetzt genug. Da brauchen wir nichts mehr dran ändern. Ja, den Mischwagen brauchen wir halt für den Rinderstall, ne? Da kannst du auch mit einstreuen und alles. Das ist auch wieder so eine Investition, die halt langfristig ist. Aber hier kannst du noch mal zur Not mit Wänden fahren oder Schwaden. Ja, Schwaden wird, glaube ich, auch schon schwierig. Aber halt so Klönterarbeiten auch, ne? Und brauchst nicht umhängen. Der kann dann stehen bleiben. Und wenn Not am Mann ist, wie gesagt, da kannst du mit Wänden fahren, ne? Ist halt ein kleiner, feiner Schlepper. Hinterrad, ne? Kann auch mal zur Not an den Hof rumtütern. Aber wie gesagt, den brauchen wir nicht mehr umhängen. Und später ist ja. Er rechnet hier wieder, ne? Später müssen wir doch ein bisschen mehr Futtermittel hin und her fahren. Von daher passt er. Weißt du, dann kannst du jetzt hier eine Mische reinmachen. Ratzifatzi, ohne Mineralfutter. Und dann passt das. Perfekt. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.